Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder bei FIFA 14 mit der Spielerkarriere. Und ja, man sieht es hier, wir haben in jedem Spiel, das heißt 11 absolviert und davon in 6 Spielen getroffen, beziehungsweise, ja, ich glaube, wir haben sogar in einem Spiel doppelt getroffen, aber eine hundertprozentige Scorerquote haben wir mittlerweile wieder auch hergestellt. Das ist, denke ich, mal eine ganz gute Geschichte. Am Ende der letzten Saison war das auf jeden Fall mehr als erfüllt und das wollen wir natürlich auch diese Saison wieder schaffen. So, wie machen wir das? Gibt es das Stadion auch in komplett ohne Schatten? Wahrscheinlich nicht. Deshalb gibt es hier einfach mal ein spätes Spiel wieder mal. Und wir treten hier an gegen Tottenham Hotspur. Auch wieder eine sehr gute Mannschaft. Ja, der bleibt erst einmal stehen. Sind wir überhaupt der Torwart? Müssten wir ja dann, ne? Gut. Und dann geht's los. Und ich bin gespannt, wie es läuft. Ob ich mich hier wieder reinfuchsen kann. Ich denke mal schon. Gestern noch die Aufnahmen vom Pro-Club gewesen. Das heißt, ein bisschen was gemacht habe ich dann doch. Was jetzt den Pro angeht. So, dann werfen wir her die Murmel. Wieder Wellington Silver drauf. So, dann zeig ich mal, was du kannst, du Wellington Silver. Erst einmal nicht sehr viel. Aber der Gegner ist natürlich auch nicht schlecht, muss man ganz klar sagen. Das ist schon eine andere Nummer als das, was wir zuletzt immer so gehabt haben. Ja, und das wird auch demnächst dann mal so eine kleine Abstimmung geben. Es wird ja wahrscheinlich so werden, dass ich, oder ich hoffe es, dass es so wird, dass ich eine Spieler-Trainer-Karriere machen kann. Das wird dann davon abhängen, wie die meisten das dann aufnehmen. Da werde ich am Anfang, wenn FIFA 15 rauskommt, einfach mal so ein Testvideo bzw. drei Testvideos machen und dann mal fragen, was denn besser ankommen würde, ob eine Spieler-Trainer-Karriere oder halt beides wieder getrennt. Und ja, dann geht es halt auch darum, welchen Verein wir dann nehmen. Bin ich ja mal sehr gespannt. Ich werde dann auf jeden Fall relativ viele zur Wahl stellen, allerdings keinen absoluten Top-Club, weil sowas möchte ich gar nicht spielen. Denn wenn ich eine Trainerkarriere spiele, dann will ich nicht gleich mit dem besten Club anfangen, dann brauche ich auch gar nicht starten, weil mit denen ist es dann nicht wirklich schwierig, alles zu gewinnen. Und wenn man da mal nicht alles gewinnt, dann wird man auch gleich wieder entlassen. Also ich wollte halt eigentlich auch bei einem Verein bleiben. So, komm, geh ran. Gib's, klasse Annahme. So, und das ist halt eher so möglich, wenn wir bei der Mannschaft starten, die vielleicht nicht ganz so gut ist, aber das Potenzial hat, besser zu werden. Und vielleicht auch ein bisschen Geld über, dass wir da jetzt nicht mit 1 Million Startbudget anfangen müssen. Das wäre natürlich nicht so schön. Aber ich habe schon so diese deutschen Vereine im Blick, die auch gutes Potenzial haben. Ob das bei euch dann gut ankommt, weiß ich nicht. Das sind doch oftmals Vereine, die dann natürlich als so kleine Kommerzvereine bekannt sind. Allerdings muss man da mal sehen, muss man mal abwägen, wie das Ganze ist. Denn normalerweise hat ein Hoffenheim heutzutage auch einen wirklich guten Jugendkader. Und Wolfsburg sieht sogar noch ein bisschen besser aus, das Ganze. Allerdings haben die auch wieder relativ hohe Ambitionen. Da sollte man gleich in der ersten Saison, glaube ich, auch wieder auf den Champions League Platz kommen. Und bei Hoffenheim sieht das noch ein bisschen anders aus. Deswegen ist Hoffenheim zum Beispiel ein bisschen besser dran. Ansonsten ist Freiburg eigentlich auch eine Mannschaft, die relativ viel Potenzial hat. Zumindest hatte sie das vor der Saison noch. Ginter ist ja jetzt auch weg. Der ist jetzt bei Dortmund. Und ja, auch Dortmund würde ich nicht spielen, so unbedingt in der Trainerkarriere. Das würde ich eventuell, wenn man das wieder trennt, Spielerkarriere, Trainerkarriere, dann am Ende wieder tun wollen. Aber wie gesagt, am Anfang ist es mit Dortmund relativ schwierig, wenn man die Trainerkarriere spielt. Denn die haben dann auch wieder Ziele, werde erst in der Tabelle und alles Mögliche. Und ich muss mich ja auch erst in das Spiel reinspielen. Das heißt, ich werde es komplett blind spielen. Ich werde sofort, wenn das Spiel freigeschalten wird, das wird dann irgendwann 0 Uhr an dem Tag sein, werde ich dann die Aufnahme versuchen zu machen, je nachdem, ob ich da halt Zeit zu habe oder nicht. Ich hoffe es mal. Ich weiß ja nicht genau, wann das jetzt war. Ich habe das noch nicht geguckt, was für ein Wochentag das ist, wo da rauskommt, der Part. Aber ich denke mal, es wird wieder ein Montag oder so sein. Mal sehen. Ja, können doch mal dran gehen.
Ja, mir wurde auch zuletzt gesagt, weil ich mich hier halt öfters mal über die Spieler beschwere und so weiter, dass ich die doch alle steuern könnte und dass es doch mein Fehler wäre, wenn die hier irgendwas nicht machen. Ich nehme natürlich Kritik gerne an, wenn sie begründet ist, aber ich kann dir ganz genau sagen, dass es bei der Spielerkarriere nicht so ist, dass ich die ganze Mannschaft steuere. Also auch nicht indirekt oder so. Ach, Junge, dieser Pass. Es ist nämlich so, dass man hier wenig Einfluss darauf hat, was die anderen Leute in der Mannschaft machen. Ich könnte denen sagen, geht auf den Ball, dann machen sie es aber trotzdem nicht. Und von daher lasse ich es lieber, weil dann gibt es für mich eine schlechte Bewertung. Ich habe das mir in letzter Zeit echt abgewöhnt, denn meine Bewertung leidet immer drunter, wenn ich sage, die anderen sollen draufgehen und die machen es dann doch nicht und der Ball ist weg. Deswegen, jo, lasse ich es einfach mal spielen, wie sie spielen wollen. Ja, den Spieler wieder zu decken, das ist so sinnlos, ganz ehrlich. Bin Stürmer, soll er wieder irgendeinen Spieler, der nach hinten läuft, decken? Ich muss ja im Endeffekt für den Konter bereitstehen vorne. Und wenn dann alle da hinten sind, ich meine, bei mir hat er jetzt wahrscheinlich wieder nur den Fokus auf den Spieler, weil er wieder denkt, ja, der ist jetzt hinten, jetzt muss auch jemand decken. So ist es nicht. Es ist eigentlich so, dass der Stürmer wirklich vorne steht und auf den Ball wartet. Es ist ja auch bei Ecken so, dass da wenigstens ein Spieler normalerweise noch vorne ist. So, dann spielen wir nochmal nach links jetzt. Auch nicht. Gut. Wieder komische Wege, die hier gehen. Ach, ich wollte wenigstens mal einmal, dass die hier nach vorne spielen, aber hab den Ball da nicht ganz bekommen. So, Chamberlain holt hier wenigstens einen Einwurf raus. Ja, da bin ich auch mal gespannt, ob diese ganzen Einwurfanimationen mal wieder rausgenommen werden. Dass man da erst 100 Kilometer nachsprinten muss und dann am Ende kriegt man den doch nicht oder so. Das ist schon was, was mir überhaupt nicht gefällt in dem Part. Wellington Silva. Khedira, Vermaelen und Ramsey, ich glaube, gleich ist der Ball weg. Okay, Wellington Silva kommt noch ran, Wahnsinn. Ja, das ist dieses schöne Spiel, ich kann mich dann nicht bewegen. Da kommt nochmal jemand dazwischen. Ja, es ist gerade schwierig, wahrscheinlich ist die Defensive auch ein bisschen stabiler als in den Mannschaften, die wir vorher so hatten. Aber generell ist das Mittelfeld, glaube ich, auch relativ gut, dadurch, dass wir hier kaum überhaupt mal nach vorne kommen. Ich will mich auch, wie gesagt, nicht über diese ganze Mannschaft beschweren oder über das ganze Spiel. Das klingt halt oftmals so, aber ich sehe halt sehr viel Verbesserungspotenzial und viele Sachen waren halt einfach in Parts vorher schon mal besser. Und da frage ich mich, warum man das überhaupt geändert hat. So. 0 zu 0 zur Halbzeit. Bisher überhaupt gar keine Spannung drin, überhaupt gar keine Torschüsse. Das ist ja ein Spiel hier. Das gerade gegen die Spurs. Sehr defensiv geprägt alles. Oh, Junge. Ganz ehrlich, so ein Pass wieder. Ich habe den ja natürlich vorher schon angefordert gehabt, wo sein Kollege da passen sollte. Aber gut. Ah, das kann nicht wahr sein. Ein Schritt zu früh. Jetzt haben wir den Ball. Warum denn flach? Gib doch einen hohen Pass, verdammt. Mann, Mann, Mann. Jedes Mal wieder diese Flachpässe, die nichts bringen, weil da sowieso Gegner dazwischen stehen. Aber ich kann dann auch nicht anfordern, weil wir haben halt schon des Öfteren jetzt mal ein paar hohe Pässe gekriegt. Kann ja sein, dass die dann doch mal mitdenken, aber meistens ist ja leider nicht so. So, Chamberlain. Ja, wir mit so einem, ganz ehrlich, dreh dich um und spiel einen vernünftigen Pass, dann haben wir den Ball. Mit so einem komischen Hackentrick kannst du hier niemanden beeindrucken, ganz ehrlich. Nein, nein, nein. So, jetzt. Wir stehen im Abseits. Ist nicht gut. So, jetzt habt ihr aber mal den Ball. Das macht doch auch mal was draus. Was machst du da? Wir stehen zwei Leute auf der linken Seite, Ramsey, und du spielst wieder nicht. Um Gottes Willen. Also so kann das nichts werden, wenn man das gerade gesehen hat. Also, nee. Da muss er halt sofort passen und auf die linke Seite wieder verlagern. Denn wenn wir da zu zweit durch sind, dann sollten wir auch den Ball bekommen. So, da sind wir mal dran geblieben und können trotzdem nicht mitkommen. Müssen jetzt hinten aushelfen, es hilft nichts. Denn die spielen einfach zu schlecht da hinten, muss man ganz klar sagen. So, jetzt haben wir einen Einwurf. Chamberlain, Junge, was machst du denn? Da sind wir gerade mal ein Stück gelaufen, dann muss er gleich wieder den Pass bringen.
Und ja, da muss ich nochmal erwähnen, dass ich hier nicht hundertprozentig in der Hand habe, was die hier so tun. Natürlich hat man bestimmte Sachen, Pässe und so weiter, fordert man halt selber an, aber oftmals, wie in diesem Spiel, kriegt man eigentlich kaum die Chance, überhaupt mal den Ball zu bekommen. Und wenn man den dann hat, dann muss man sofort wieder irgendwas machen, was man eigentlich gar nicht will. Aber ich rück schon wieder in diese Position, dass ich mich total rechtfertige. Komm jetzt! Na, Wahnsinn. Junge, hör doch mal auf mit deinen Hackentricks. Kannst du nicht mal vernünftig spielen wie ein Mensch? Meine Herren, führe nicht 16 zu 0, dass du hier mit Hackentricks um dich werfen kannst. So, jetzt rein die Murmel. Meine Herren, Chamberlain. Tja, da geht niemand dran. Wir müssen jetzt erstmal hier wieder nach hinten kommen. Und ich weiß, dass ich gerade nicht vernünftig stehe. Das liegt aber daran, dass die nichts machen. Das kann nicht sein, ganz ehrlich. Pass doch einfach mal. Dass die nicht richtig stehen und ich somit die Positionen ausgleiche, die nicht besetzen. Ja, das ist ja halt so eine Sache. Und so spielt man halt auch normalerweise. Man rückt natürlich auf Positionen, wo gerade niemand ist, wenn man das sieht. Aber es ist halt das Problem, dass man eine eindeutige Zuordnung hat, wo man stehen soll. Wenn ich da aber stehe, dann stehen wir da zu dritt. Und niemand ist an dem eigentlichen Mann dran, ne? Deshalb nehme ich einfach mal ein schlechtes Stellungsspiel in Kauf. Denn die Benotung hier, ganz ehrlich, da setze ich sowieso keinen Deut drauf. Die stimmt so oder so nicht. Wenn ich jetzt hier ein Tor mache, bin ich der übelste Held, obwohl ich hier vorher nicht gerade ein gutes Spiel gemacht habe. Ja, wieder kommen wir da nicht ran, weil das schon wieder so ein komischer hoher Pass ist. Ich weiß nicht, warum die nicht in den Situationen, wo ich mal einen hohen Pass haben will, auch dann das spielen können. Aber naja. Es wird schon wieder so eine absolute Meckerfolge, ich merke das schon. Aber an dem Spiel ist auch nichts Gutes zu finden gerade. Ich spiele dann doch sehr, sehr schlecht gerade. Wie gesagt, ich selber bin jetzt ja auch nicht so am Glänzen, wie das oftmals dann der Fall ist. Gerade solche Passstaffetten, so eine sinnlosen, kann ich ja sehr gut leiden. So, jetzt sind wir aber mal durch hier. Danke für den Schubser. Nehmen wir natürlich gerne an. Ja, du wolltest doch unbedingt einen Foul. Da hast es. Renn damit jetzt. Oh, da wird der umgesenst in den Strafraum. Es interessiert wieder keine Sau. Meine Herren. Wäre mal schön, wenn du mal einmal aufpasst, Schiedsrichter. Ganz ehrlich. Der passt immer nur dann auf, wenn es gegen uns geht. Tja, ihr macht einfach nichts, ne? Ihr geht überhaupt nicht auf die Bälle, das ist unglaublich. Also dieses Spiel hier, das ist gar nichts, muss man ganz klar sagen. Ich habe jetzt auch keinen gesehen, der wirklich gut gespielt hat. Tja, dann geht doch auch mal drauf. Hier, das, was soll denn der Quatsch? Jetzt ist der Ball wieder weg, weil er da wieder den Fuß rausstellt, anstatt die zwei Meter da hinterher zu laufen. Dann hätte er nämlich sicher gehabt. Ist aber auch zu schwierig. Mensch, Mensch. Jetzt dürfen wir hier wieder ranlaufen. Das war wieder unser Fehler wahrscheinlich. Ganz ehrlich, ey. Jetzt muss ich die ganze Zeit Defensivarbeit mitmachen, dann die Sprints nach vorne über 100.000 Kilometer. Mann, 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 ey. Alles muss man selber machen. Da habe ich keine Position für. Ganz ehrlich, ich bin nicht der Stürmer, der jetzt hier komplett nach hinten laufen muss. Ja, ich soll gleichzeitig an dem dranbleiben und die Pfeile zeigen mir an, lauf nach vorne. Genau. Macht sehr viel Sinn, was ihr hier treibt. So, der Chamberlain überhaupt nicht im Spiel. Der macht überhaupt nichts hier. Geht überhaupt nicht an den Mann, steht da nur in der Mitte rum. Geh doch mal drauf, verdammt. Das kann doch nicht wahr sein hier. Steht da rum und wartet auf schönes Wetter. Zwei Mann wieder an einem dran und trotzdem wird's nichts. Das Spiel wird ein 0-0 oder ein 1 zu 0 für den Gegner, ganz klar. Ja, bolzt die Bälle weg. Klasse. So, jetzt mal einmal nicht wegbolzen, bitte. Das wäre mal super. Och, meine Herren. So, bitte kein dämlicher Pass jetzt wieder. Ja, also ganz ehrlich, das haben sie sich total selber verspielt hier. Das war so ziemlich das schlechteste Spiel wieder mal. Ja gut, wir hatten schon schlechtere, stimmt schon. Aber das ist jetzt so der
Eindruck nach dem Spiel. Das ist, ne, also das wird man allein in unserer Positionierung, wo wir langgelaufen sind, das ist schon grottenschlecht. Weil ganz ehrlich, wir müssten ja hier alles ausgleichen, was die anderen wieder verbockt haben. Dass wir überhaupt noch so viele Ballkontakte hatten. Ah, das war gar nichts, ne? Muss man ganz klar sagen. Gewonnene Zweikämpfe als Stürmer 3 von 6, also dass ich überhaupt da hinten aushelfen musste, war mir einfach zu doll. Na gut. Schauen wir uns dann nochmal die Tabellenposition an, die jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz so toll ist. Wie sieht's denn aus? Müssen wir das nächste Spiel spielen oder eher nicht so? Ja, wir haben die Ziele natürlich glatt verfehlt. Das war zu erwarten. Ja, nun haben wir doch. Ich will die nicht ständig sehen. Und das erste Spiel müssen wir gleich mal wieder simulieren. Von daher gucken wir danach lieber auf die Tabelle. Belfodil, der immer spielt, wenn wir nicht spielen. Und dann 100 Tore macht. Jetzt macht er mal keins. Chamberlain kam von der Bank und macht ein Tor. Warum nur eine Auswechslung stattfand, weiß ich aber auch nicht. So, was ist denn hier los? Abgestellt für die Nationalmannschaft, interessiert uns wenig. Wir sind, glaube ich, nicht abgestellt, von daher nicht wirklich wichtig. So, Liverpool steht als nächstes an und da will ich dann auch mal wieder glänzen und nicht so eine, ja, doch bescheidene Leistung sehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Shuto.